Moin Moin und herzlich willkommen, liebe FIFA-Freunde, zu einem weiteren Part FIFA 16 im Karrieremodus mit Werder Bremen. Und ihr seht es schon, also der Spielplan gibt uns kaum Luft. Das nächste Spiel gegen Hannover 96 steht schon im Endeffekt an. Ja. Englische Woche gegen Leverkusen mussten wir uns leider geschlagen geben. Hier sieht man es leider nicht mehr. 0:1 war aber auch nicht unverdient, muss man schlichtweg so sehen. Aber es gibt Schlimmeres. Das sind nicht die Gegner, wo wir zwangsläufig geradeaus jetzt mit Punkten rechnen müssen. Nichtsdestotrotz haben wir immer noch eine sehr, sehr gute Ausgangslage. 52 Punkte momentan, haben noch vor allem nicht Champions League Platz. 9 Punkte Vorsprung. Das ist gerade Leverkusen, sehe ich gerade. Ja, und das müssen wir irgendwie verteidigen, auch noch 7 Punkte vor Dortmund, wobei die haben noch ein Spiel mehr, genauso wie Schalke, die an uns vorbeiziehen könnten. Die Bayern konnten sich durch unsere Niederlage erstmal wieder absetzen. Von der Aufstellung her, ich habe hier schon mal ein bisschen vorgearbeitet, habe zu vergessen, rechtzeitig die Aufnahme zu starten, aber so werden wir spielen. Uca Batis, Stendera vorne, dann Kamara, Sabak, Frede ist, sind wieder drin. Junuzovic bleibt erstmal, Lukimi habe ich für Westergaard gebracht. Eigentlich möchte ich den ungern rausnehmen, weil der eigentlich stark ist, aber der ist schon ein bisschen platt. Ich mache es trotzdem nochmal, ich bringe ihn nochmal, wir können ihn in der zweiten Halbzeit vielleicht sonst rauswechseln. Gebe das Lassi ist auch weiterhin drin und Garcia. Sprich, erstmal mehr oder minder mit unserer Top 11, würde ich mal so behaupten. Und jetzt sind doch gerade im kleinen Nordderby gegen Hannover, sollten wir doch schon versuchen, wieder Punkte zu holen. Die Trikots, das passt, denke ich mal, soweit. Und Schnee. Schnee im März. Muss das sein? Nee, muss nicht sein, oder? Ich stelle das mal um. Mach mal hier irgendwie bewölkt oder so. Muss ja nicht jetzt Sonnenschein sein, aber ich denke, Schnee muss nicht sein. Hat mir jetzt nicht so geil gefallen. Obwohl, wir hätten, glaube ich, Gestöber. Gegen Gladbach war ich, meine ich. Das war, glaube ich, so ziemlich das geilste Spiel, was ich bisher in dieser Saison oder in diesem Karrieremodus gespielt habe. Es war einfach sehr, sehr unterhaltsam. Wenn ihr es nicht gesehen habt, in der Playlist findet ihr es auf meinem Kanal auf jeden Fall finden, solltet ihr durchaus mal vorbeischauen. Wenn euch diese Folge hier natürlich gefällt, dann wie immer ein Like da lassen nach oben oder auch ein Abo, um die Serie weiter zu verfolgen. Über Kommentare, wisst ihr, freue ich mich auch immer sehr, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder irgendwelche Wünsche, ob es jetzt Spieler sind, muss natürlich realistisch sein für Werder-Verhältnisse, aber auch allgemeine Sachen. So, schöne Choreo gerade wieder im Weserstadion oder hier Waldstadion. Und wir erstmal mit dem Anstoß zu Hause gegen Hannover. Das sollte doch jetzt mal wieder... Oh, wieso? Hallo? Was war das denn bitte? Verlieren wir gleich den Ball und das ist natürlich schon wieder ärgerlich. Eigentlich völlig unnötig. Ich meine, das war ein ganz normaler Pass. Und dann reagiert der Spieler da nicht. Aber Stendera, Stendera, oh, schade. Kommt da leider nicht durch, aber wir bleiben da mit dem Ballbesitz. Einwurf. So, Gebre Selassie. Ach, kriegt ihn da nicht durchgesteckt auf Stendera, schade. War dann zu eng. Oh, jetzt ist es aber hier gerade. Also wir haben keine Sekunde Zeit, irgendwie zu reagieren. Bring den Ball doch einfach mal rein. Schön. Was war das denn? Schade, erste Möglichkeit für uns eigentlich. Kommen wir natürlich nicht mehr in der Mitte nicht mehr an den Ball, aber fast. Kamikaze-mäßig da reingesprungen. Schön von Gebre Selassie, aber das ist doch kein Foulspiel, Mensch. Ein ganz normaler Zweikampf. Liegt da den Ball irgendwie Teichgräber. Wer ist das denn überhaupt? Kenne ich gar nicht. Ist irgendwie so ein junges Talent. Ist auch interessant. Hannover lässt ein junges Talent gegen Werder spielen, der die momentan auf Platz 2 stehen. Gut, aber stärkemäßig sind wir vom Kader sicherlich nicht Platz 2. Und der Ball geht erstmal ins Seitenhaus. Das war dann mal gar nichts. Das war riskant, aber ist gut gegangen. Bargfrede. Schön, Junuzovic. Bartels verzögert jetzt ein bisschen. Oh, ey, spiel die doch hoch. Wieso? Wieso machst du das? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Wir haben aber den Ball erstmal wieder. Oh, Kiyotake passt richtig gut auf.
Mali. Das ist natürlich zu billig, zu einfach. Stendera gegen diesen Teichgräber. Schön von Uja. Uja holt sich den Ball. Da oben läuft er mit. Musst du alleine machen, Junge. Musst du alleine machen, musst du doch nicht alleine machen. Bartels, Bartels, immer noch Bartels. Oh mein Gott, ich dachte, er versiebt das Ding. 1:0. Was ein Fehler der Hannoveraner, der 96er. Und das nutzen wir eiskalt aus. Genauso schnell nach vorne spielen, haben natürlich den Platz. Das war ein bisschen, hi, bisschen, da ist mir kurz mal das Herz in die Hose gerutscht. Aber Bartels passt dann auf und hat den zweiten Ball. 1:0. Ja, und so schnell kann es gehen. Eigentlich vorne noch nicht richtig aktiv gewesen. Und dann eine dumme Aktion eigentlich. Ein Fehler. Und dann sind wir da schon in Führung. Och. Jetzt lässt der Vorteil doch nicht weiterlaufen. Foulspiel und damit die Möglichkeit jetzt für Hannover, hier den Ball gefährlich in den Strafraum zu bringen. Und das tun sie auch und alle rutschen sie vorbei. Oh Leute, macht das hier mir nicht so spannend. Geht da vernünftig zu den Bällen. Müsst hier auf jeden Fall wach bleiben. Schön von Kamarasa rausgespielt. Zieht sogar das Foul. Stendera sieht Bartels. Der gewinnt sogar das Kopfballduell, glaube ich, aber Uja passt nicht auf, schade. Hat er wahrscheinlich selbst nicht damit gerechnet, dass der kleine Bart jetzt an den Kopfball kommt. Weiß gar nicht, warum ich den so gespielt habe. Hi, gut gemacht. Prip, schön wieder von Uja. Der ackert hier ja richtig, aber dann dieser Fehlpass, wieder Prip. Mussten wir den Gegner legen, war okay. Bech, bringt er den Ball? Ja, aber Galvez steht auf seinem Posten. Jetzt Uja mal außen. Bartels. Schön gespielt. Stendera wieder auf Kamarasa. Und er hat jetzt ein bisschen freie Bahn. Kamarasa. Oh, was für ein guter Schuss. Gute Möglichkeit. Schön schnell nach vorne gespielt. Und Zieler hat da alle Mühe. Kann aber erstmal zur Ecke klären. Und vielleicht können wir aus der was machen. Wobei ich muss sagen, ich finde das hier echt schwierig. Uja kommt nicht an den Kopfball. Kamarasa verschätzt sich den Kopfball. Zieler hat ihn natürlich sicher. Schade, hätte man vielleicht mehr draus machen können. Bargfrede muss jetzt hier die Lücke stopfen gegen Kiyotaka, aber der ist schnell. Da kommt Bargfrede nicht hinterher. Das ist gut gemacht und. Benchop war das, meine ich. Nee, wer war anders? Sané. Heieiei, Doppelmöglichkeit für die Hannoveraner. Das war natürlich Wiedwald auf dem Posten, aber nicht schlecht gemacht. Schön von Uja, stark. Offenes Spiel jetzt hier. Bartels holt sich jetzt nochmal den Ball. Bartels, und dann hat er die Ballkontrolle nicht. Sané. Schön unter Druck setzen hier. Marcelo. Stendera. Kommt nicht hinterher. Kamarasa jetzt vielleicht. Oh, der ist schnell, der Junge. Oder unsere sind einfach nur tierisch langsam. Kiyotake gut und schnell direkt gespielt. Spielt er nochmal raus, der Benchop. Oh, Kiyotake. Wiedwald wieder dazwischen. Bärenstark hält uns das 1:0 fest. Das war mal richtig schnell und gut gespielt. Und dann auf dem kurzen Pfosten. Und dann hat Wiedwald die Reaktionszeit, das Ding zu halten. Meine Güte, macht es mir bitte nicht so spannend. Wiedwald wieder dazwischen. Uja. Spielt jetzt mit Bartels. Bartels. Junuzovic sieht Uja. Der Ball kommt aber nicht an. Der ist zu kurz. Scheiße. Ah, die Jungs sind aber auch nicht mehr so super fit. Der Konter war nicht gut gespielt. Bech. Jetzt müssen wir bitte nicht noch vor der Halbzeit. Pfeift das Ding in 3 Minuten. Wofür gibt es denn 3 Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit? Kiyotake nochmal raus. Gut gespielt auf Prip. Und der zieht zwar ab, aber Gebrselassie hat ihn. Eieiei. Leute, jetzt nicht noch vor der Halbzeit. Bitte, bitte nicht. Stark von Galvez. Jetzt müsste aber auch vorbei sein. Richtig. 0:1 gehen wir in die Halbzeit.
Nicht 0 zu 1 mit einer 1-0 Führung, sorry. Gehen wir in die Halbzeit, Köln und Schalke 1 zu 1. Also da ist noch nichts entschieden. Dortmund und Bayern, der Kracher, das findet erst später statt. Augsburg und Bayer Leverkusen auch nur 0 zu 0. Frankfurt führt gegen Ingolstadt mit 1 zu 0. Und Stuttgart liegt 2 zu 0 gegen Hoffenheim zurück. Ja, aus in die Zuhause auch noch. Das ist natürlich nicht so optimal. Wechseln werde ich, glaube ich, noch nicht. Wir können jetzt nochmal in die Spielinfo gucken. Ja, sehr, sehr ausgeglichen. Klar hat natürlich Hannover mehr Chancen. Überrascht mich so ein bisschen, nicht mehr Chancen, sage ich, mehr Ballbesitz. Ansonsten von den Chancen haben sie auch ein paar mehr. Aber das überrascht mich ein bisschen, dass sie überhaupt so viel haben. Das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Also defensiv stehen wir heute noch nicht so stabil. Aber nichtsdestotrotz. Oh, das ist zu einfach. Aber das ist ein schwacher Abschluss gewesen. Nicht wirklich gefährlich von Kiyotake. Wer ist das da? Ich glaube, der Benchop, ne? Also der geiert da vorne mal rum. Also da muss ich aufpassen, ob ich den Kurz spiele. Aber ich hasse es, gegen den Computer lang zu spielen. Argfrede. Oh, der Ball muss ankommen. Der war ein bisschen zu lasch gespielt. Und somit die Hannoveraner wieder im Ballbesitz. Pripp. Pripp jetzt. Oh. Moah, ihr seid zu weit weg. Pech, das ist ja richtig billig. Aber dann passt wenigstens einer auf und Kamarasa sieht ihn. Den Stendera, der ist jetzt durch. Stendera musst du selbst machen. Stendera! Aber genau auf Zieler. Schwacher Abschluss. Nächste gute Möglichkeit vor uns, aber dann muss er besser abschließen, der Stendera. Das war dann doch zu ungenau und dann noch nicht mal ein richtiger Hammer. Aber ich konnte auch nicht reinspielen. Hofmann. Vielleicht machen hier nochmal einen Fehler, die Hannoveraner. Das wäre natürlich ebenfalls gut. Sorg. Oh, Sané. Sané, immer noch Sané. Spielt ihn wieder zurück. Jetzt, glaube ich, wechsle ich doch gleich mal, weil der Stendera ist mir von der Fitness her nicht mehr gut genug. Gerade für unsere Konter im Endeffekt. Schade. Gut, eigentlich von Gebrselassie. Kann den Ball leider nicht mehr ganz im Spiel halten. Und jetzt werden wir mal den jungen Grilic nochmal bringen. Geben wir ihm die Möglichkeit hinten. Gebrselassie. Wir hätten das Tor geschossen nochmal. Achso, Bartels. Uja hat einen guten Job gemacht. Ist aber auch nicht mehr so hundertprozentig fit. Und Bartels kommt auch nochmal raus. Ich denke mal, wir wechseln gerade nochmal in der Spitze, um im Endeffekt bei unseren Kontern dann schnell nach vorne zu spielen. Genau so müssen wir spielen. Grilic, schön, Johansson. Und da ist gleich Yildirim und kriegt er. Och, Zieler schon wieder gut gehalten. Yildirim mit der nächsten Möglichkeit. Schade. Aber Zieler ist halt auch ein guter. Kann den Ball erstmal wieder ablenken. Jetzt bringen wir ihn mal einfach hoch rein. Und da ist Gereselassi. War das nicht Bargfrede, aber dann wieder genau auf Zieler. Also die Abschlüsse sind noch ein bisschen zu ungenau. Und das ist jetzt richtig stark gemacht vom Benchop. Der Konter, der Hannoveraner. Und oh, der Westergaard ist sowas vom Platt. So ein Scheiß. Und alter Schwede, Doppelpfosten. Dann tanzt der Ball auf der Linie. Und dann können wir ihn gerade noch so klären. Alter Schwede, haben wir jetzt Glück gehabt. Oh, Leute. Und dann so ein Scheißpass. Benchop, jetzt müssen wir mal aufpassen, Leute. Oh, Garcia. Das ist unsere Abwehr natürlich ziemlich platt. Sorg. Und die Hannoveraner, die merken, hier geht was. Heieiei, haben wir einen Dusel gehabt. Hofmann, der macht das natürlich riskant. Andreasen. Der Andreasen, die an Gottes heute noch findet. Sané mit dem nächsten Anschluss. Alter Schwede, ich bin immer gerade noch geschockt. Hatten wir ein Glück da gerade eben. Okay, jetzt spiele ich ihn nicht kurz, weil dieser Benchop da echt richtig geiert gerade. Grilic, schön. Mit Gebrselassie, mit dem Doppelpass nochmal Grilic. Können wir den durchspielen mit Johansson? Der Ball kommt nicht durch, aber Johansson bleibt am Ball. Schön gespielt, Junuzovic. Oh, Grilic. Elfmeter. Jawohl, Elfmeter. Oh. Alter Schwede, was für eine Möglichkeit. Also das ist ein richtig offenes Spiel, unterhaltsames Spiel. Sowohl die Hannoveraner als auch wir haben hier die Möglichkeit. Und das ist natürlich ein bisschen geschenkt, muss man sagen, wenn ich das hier so sehe. Aber egal. Johansson. Hau ihn einfach rein, Junge. Du spielst nicht sonderlich viel. Oh, das ist aber dann schwach. Das ist schwach.
Zieler riecht die Ecke. Aber ist das auch unplatziert geschossen? Ich weiß gar nicht, warum ich hier nicht hochgeschossen habe. Normalerweise schieße ich eigentlich... Ich schieße immer in dieselbe Ecke, wollte ich dazu sagen. Und ich schieße immer hoch. Und diesmal weiß ich nicht, warum ich... Oh, Zieler wieder dazwischen. Den niedrig geschossen habe. Okay, wir bleiben erstmal, glaube ich, im Ballbesitz. Ja, das ist auch wichtig. Aber das wäre die Entscheidung gewesen. Oh, ist das... Das macht er gut, der Yildirim. Und... Ah, Junuzovic bleibt zwar im Ballbesitz, aber dann der Bargfrede nicht. Das war ein bisschen anders gedacht eigentlich. Und jetzt schon wieder Gewässergard. Du musst dich Richtung Mitte orientieren. Du bist zu langsam. Schwache Flanke, da stand er eigentlich frei. Eieiei. Also schönster Fußball ist das hier sicherlich nicht. Von beiden Mannschaften. Technisch nicht auf ganz hohem Niveau. Aber unterhaltsam. Beide spielen gut nach vorne. Noch sind wir die glücklichere Mannschaft momentan. Wir hatten die Riesenmöglichkeit, den Sack eigentlich hier zuzumachen. Also wenn es 2-0 steht, dann passiert hier nichts mehr. Aber das ist richtig stark jetzt gespielt. Grilic will es doch bestimmt wissen. Kommt nicht vorbei an Hofmann. Schade. Oh, da muss er aufpassen. Das war natürlich... Gebrselassie kann zwar klären, aber dann doch sehr weit vorne dann noch der Einwurf. Somit bleiben die Hannoveraner hier im Spiel. Aber die spielen von alleine jetzt mal wieder fair nach hinten. Fairplay, sehr schön. Kommt, macht Druck. Oh, 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 oh. Also das müsste doch eigentlich Hannover Mut geben, dass wir jetzt das Ding hier verschossen haben. Oh, wir laden die aber jetzt auch ein. Wir laden hier ein und jetzt sind wir sowas von offen. Das spielen die gut und schnell, Andreasen. Kietake, aber wir stehen wieder. Ist wichtig. Komm schon, bitte. Oh, nächste gute Möglichkeit durch Sorg für Hannover. Und hier sehen wir es nochmal. Der war tatsächlich über der Linie, alter Schwede. Diese Möglichkeit. Da tanzt der Ball da einfach auf der Linie und dann war es, glaube ich, Westergaard, der ihn dann noch in letzter Sekunde klärt. So, Nachspielzeit läuft. 3 Minuten noch. 3 Minuten noch. Stark gemacht. Jetzt aber auch nicht zu viel riskieren. Lieber im Ballbesitz bleiben. Oh, das ist aber schon wieder schwach. Das sollte er früher machen, dann macht er das einen Schritt zu spät. Und jetzt kommt der Konter nochmal, der Hannoveraner, aber Abpfiff. Wieder so ein billiges, dreckiges 1:0. Wobei wir Möglichkeiten durchaus hatten, höher zu gewinnen. Gerade auch jetzt mit dem Elfmeter, den ich kläglich verschossen habe. Aber am Ende zählen wir immer nur die 3 Punkte. Und ich hoffe, euch hat es einfach gefallen. Wenn ja, lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Ja, Sieg geht auch soweit in Ordnung. Und ansonsten auch gerne ein Abo, um die Serie weiter zu verfolgen. Und ich bedanke mich bis dahin dann aber auch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß weiterhin. Ciao, ciao.